Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber wisst ihr was? Sie auch nicht. Wisst ihr, was ich sehen will? Ein Video, wie man hackt. Das gibt's wirklich. What is this? Oh, diese Musik. Ja, gefällt mir. Ich liebe überhaupt so eine Atmosphäre, düster, mit so Neonröhren, die so verschiedene Lichter haben und dann sind da irgendwelche Hacker, die sich in Systeme reinballern. Das wird's auf einmal so dramatisch. Ich feiere das voll. Ich bin Hacker, seit ich 12 bin und ich kann sagen, ich komme in jedes Netzwerk rein. Manchmal dauert es ein paar Wochen, wenn man einen Glückstreffer landet. Es kann aber auch ein paar Monate dauern. Wenn es schwierig ist, auch ein Jahr. Aber irgendwann bin ich drin. Wo sind wir gelandet? Stark. Okay, ich glaube, das ist unser Video. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Dankeschön. Menschen. Boah, ich hab so Bock auf so einen Hackerfilm, Leute. Ich glaube, ich zieh mir gleich einen Hackerfilm rein, wenn ich zu Hause bin. So richtig. Die Menschen? Die Menschen brauchen globale digitale Vernetzung. Alle profitieren davon. Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen. Aber wie sicher sind die Netzwerke? Wie schwer ist es, sich unbemerkt Zugang zu einem geschützten Netzwerk zu verschaffen? Wir wollen herausfinden, ob die Aussage unseres Hackers, ich komme in jedes Netzwerk, realistisch ist oder nicht. Wir fragen Hacker und IT-Experten und wir gehen der Frage nach, kann es ein digitales Tschernobyl geben? Die meisten Menschen haben von Hackern so eine Vorstellung, so die Halbgötter in Schwarz, die ähnlich der Halbgötter in Weiß irgendetwas tun. Ich verstehe nicht was oder so und ich habe vor denen Angst. Zuerst mal muss man einen Mythos widerlegen, dieses 5 Minuten Hacken, ich bin drin, gibt es eigentlich nahezu niemals. Hacker werden uns zeigen, wie man in wenigen Minuten ein geschütztes Online... Dieses 5 Minuten Hacken, ich bin drin, das kennen wir alle. Du willst irgendeine Tür aufmachen, dann schließt du auf einmal so irgendeinen Laptop an, den du zufälligerweise dabei hast. Und dann machst du so, ich hab mich reingehackt und dann geht die Tür auf. Kennen wir aus Filmen, ne? Ein Profil knackt oder wie ein Hacker-Team die Wahlcomputer der Bundestagswahl 2017 gehackt hat. Im Jahr 2018 wurden 85.000 polizeilich erfasste Fälle von Cyberkriminalität in Deutschland gezählt. Tendenz steigend. Das bedeutet 232 Cyberangriffe jeden Tag. Die meisten Hackergruppen operieren aus Russland, China oder Nordkorea. Gefasst werden die wenigsten. Grundsätzlich lassen sich Hackerangriffe in zwei Kategorien einteilen. Entweder es geht um Datenklau oder um Lösegeldforderungen. Hier die erpressen dich einfach. So wild, Alter. Irgendwelche Firmen und so. Schon krass. Hier ein Überblick über die spektakulärsten Hacks der letzten Jahre. Im November 2018 meldete die Hotelkette Marriott einen massiven Datenklau. 500 Millionen persönliche Kundendaten wurden gehackt. Was ist das bitte für eine Firma, Marriott? 500 Millionen Kundendaten? Was ist denn da los? Besonders brisant, 300 Millionen Datensätze beinhalten auch... Ist das ein Hotel, eine Bank oder was? Kreditkartendaten. Der Marriott-Konzern konnte nicht ausschließen, dass auch die Verschlüsselungskomponenten der Kreditkartendaten gehackt wurden. Krank. Auch Megakonzerne wie Facebook bleiben nicht verschont. Sony wurde ja auch mal gehackt, wisst ihr noch? Ganz viele Sony-Accounts und so. Im September 2018 musste Facebook zugeben, dass 50 Millionen User-Daten mit Namen, Adressen, Profilinformationen und Login-Daten in die Hände von Hackern gefallen sind. Kommentar von Mark Zuckerberg: Wir wissen nicht, wer hinter dieser Attacke steckt. Die Russen. Kennst du so Standardaussage? Das waren die Russen. Der größte Datenklau der Geschichte fand... Man sagt immer, wenn irgendein Cyberangriff passiert, waren es die Russen. Wenn irgendein Terrorangriff passiert, Gott bewahre, waren es immer die Südländer. Das kannst du dir schon mal merken. Das sind die typischen Feindbilder. Im Jahr 2013 statt. Der Yahoo-Hack. 3 Milliarden Kundendaten wurden bei einer Hackerattacke illegal runtergeladen.
Erst 3 Milliarden. Die Frage ist, welcher Mensch setzt sich dahin und kann was mit 3 Milliarden Accounts anfangen? Was willst du mit 3 Milliarden Accounts? War nur von 1 Milliarde die Rede. Aber 4 Jahre später musste der Konzern zugeben, dass 3 Milliarden Kundendaten von dem Hack betroffen waren. Auch persönliche Daten von Prominenten und Politikern sind begehrte Hackerbeute. Im Dezember 2018 wurde bekannt, dass persönliche Daten, Telefonnummern, Chatverläufe und brisante E-Mails... Boah, wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Ihr wisst, ich teile immer meinen Gedankengang mit euch. Hacker in Kombination mit KIs, die KIs so manipulieren, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, dass die KIs quasi die ganze Aufgabe für sie machen und die müssen nur noch drüber gucken. Oh mein Gott. Von mehreren 100 Promis, vor allem aus der Politik, gehackt und veröffentlicht wurden. Was würdet ihr tun, wenn ihr hacken könntet? Also wenn ihr euch so richtig großflächig, ne? Wenn ihr irgendwo so richtig krass hacken könntet, was würdet ihr tun? Na, das erste ist Bank. Ja, natürlich, klar. Ja, die Bank hat uns auch schon nicht wenig genommen. Shinra wird die NASA hacken. Boah, das ist auch wild. Ich würde den Vatikan hacken, Shinra die NASA und der Rest von euch auf die Banken und auf Finanzamt los. Der Täter, ein Schüler aus Hessen. Er nannte... Dann treffen wir uns hier im Stream und sagen, und, was habt ihr ausgebeutet? ...sich Gott. Kein Profi-Hacker. Deshalb wurde er wohl als einer der wenigen von der Polizei geschnappt. Ui. Warum sind Unternehmen und Regierungen so machtlos gegen Hackerangriffe? Warum schaffen es die besten IT-Sicherheitsexperten nicht, sich gegen Cyberangriffe zu schützen? Wir fragen Tobias Madl. Er gehört zu den guten Hackern, den sogenannten White Hats. Außerdem ist er in der IT-Forschung des Fraunhofer Instituts tätig und er hat den Titel des ECSC-Hacker-Europameisters. Ach du Scheiße, ich wusste gar nicht, dass es Titel gibt unter den Hackern. Das ist ja wild. Gewonnen. Das ist wild. Aber da ist es halt immer noch der Faktor Mensch. Zu einem gewissen Grad ist das die unvorhersehbarste Komponente im ganzen Netzwerk. Man muss sich vorstellen, Programmierer, die diese Software erstellen, sind auch nur Menschen. Die machen auch immer hin und wieder mal einen Fehler. Man kann dann versuchen, über automatisierte Software diese Fehler zu finden, aber manche rutschen einfach durchs System. Das bedeutet, auch in breit verwendeter Software könnte irgendwo tief noch eine Sicherheitslücke, ein Bug schlummern, der nur nicht gefunden wurde. Und wenn jetzt dieser natürlich von einem Hacker entdeckt wird und dann auf einem System ausgenutzt wird, das vorher noch nie angegriffen wird, weil die Lücke nicht bekannt war, hat er natürlich die Sicherheitslücke gefunden und kommt in das System rein. Um zu verstehen, wie das Hacken funktioniert, fahren wir nach Berlin und treffen uns mit Linus Neumann. Und in Deutschland ist ja gefühlt diese digitale Welt oder die Digitalisierung der Dinge ist ja in Kinderschuhen. Das ist eigentlich ein Paradies für Hacker, ne? Weil es auch nicht so richtig ausgeklügelte Sicherheitssysteme gibt. Weil es ja noch nicht so richtig komplett angekommen ist anscheinend. Das ist, glaube ich, ein Paradies für richtige Hacker, oder? Glaube ich einfach nur. Er ist Hacker und Sprecher des Chaos Computer Clubs. Bevor wir uns mit der großen Kunst des Hackens beschäftigen, fragen wir erst einmal nach den einfachen Hacker-Methoden. Wie knackt man einen privaten Online-Account? Es gibt eine Reihe an im Prinzip Fehlern, die Menschen machen, die es Angreifern enorm erleichtern, sich ihrer Accounts zu bemächtigen. Weil die Leute nicht checken, wie der Angriff funktioniert. Das ist das, wie Menschen sich nur schützen können. Wenn ich einen Account hacken will, schicke ich eine E-Mail an die Zielperson und sage, sie muss bitte ihr Passwort ändern, fälschende Web. Ah, das ist dieses Phishing, ne? Eine E-Mail schicken, du musst Passwort ändern, Leute klicken auf den Link, zack. Nennt man das nicht Phishing? Das ist, glaube ich, der Klassiker, ne? Auf der Seite habe ich das Passwort in 5 Minuten. Rund 4,5 Milliarden sogenannter Phishing-Mails sind Statistiken Phishing. Der Sicherheitsfirma Evernan weltweit täglich im Umlauf. Eine Studie der Universität Kalifornien und Google hat ergeben, dass 45% aller Internet-User bereits auf Phishing-Mails reingefallen sind. Jemand von euch schon mal drauf reingefallen? Also von mir brauchen wir gar nicht reden. Ich habe letztens bei der Cicada-Doku habe ich einfach die Nummer angerufen und seitdem kriege ich komische Nachrichten auf meinem Handy. Kein Witz. Ich habe einfach QR-Codes gescannt. Von der Cicada-Doku auf meinem Handy, Leute. Ich krieg seitdem echt komisches Zeug auf meinem Dunkelziffer Handy. Dunkelziffer ist bestimmt. Hat mich jemand aus Belgien angerufen. Aus Belgien, Leute. Ist kein Witz. Einfach aus Belgien. Ich Idiot, rufe zurück. Hier. Na boah, ich hab fast Nummern gedroppt, Alter. Was geht denn bei mir? Auf jeden Fall.
hier gestern. Hier, guck mal. Ja, warte mal. Was hab ich denn da jetzt? Ich dachte, ich bin so gerade zu Hause mit meinen Homies. Warte mal. Guck mal. Diese Nummer hat mich gestern angerufen, Leute. Ist kein Witz. Ich ruf zurück. Wisst ihr, was da auf einmal für eine Stimme dran geht? Hallo, this is PayPal. KI-Stimme, sofort aufgelegt. Ich habe auf einmal E-Mails bekommen von Sparkasse Westmünsterland. Sie haben sich erfolgreich registriert. Sie haben erfolgreich ihre Nummer angelegt. Sie haben erfolgreich ihre E-Mail angelegt. 20 E-Mails kriege ich auf einmal gestern. Ich schwöre dir. Ich rufe bei meiner Sparkasse an. Ich sage, hey, was geht hier ab? Die sagen, ich sehe nichts im System. Ich sage, bin ich dagegen überhaupt geschützt? Die sagen, ja. Was geht da ab? Was habe ich gemacht? Diese Cicada-Doku hat mich auf jeden Fall hops genommen. Das ist wild. Weitaus höher. Das Passwort. Da sind manche Leute eben nicht besonders kreativ, haben sehr kurze oder sehr einfallslose Passwörter, die einfach zu erraten sind. Passwörter sollten lang sein, sie sollten überall unterschiedlich sein, ja, und sie sollten schwer zu erraten sein. Das heißt, eigentlich brauchen wir lange Zufallsbuchstabenkombinationen für jeden Account. Dann kommen wir natürlich an das Problem, wie sollen wir uns das alles merken? Gibt es nicht so KIs, die einfach in Minuten oder in Sekunden jede Variante des Passworts durchgehen, bis es geknackt wird? Die gehen alle Buchstaben und alle Zahlen durch. Das sind wahrscheinlich Milliarden, Trilliarden. Aber der geht in Sekunden so alle durch, bis es irgendwann passt. Ist auch heftig, ne? Ist doch voll crazy. Da gibt es aber zum Glück schöne technische Hilfsmaßnahmen, also sogenannte Passwortmanager, in denen wir dann alle unsere Passwörter speichern können. Diese Passwörter sind so lang, dass ich mir nicht mal selber merken kann, werden auf meinem Computer verschlüsselt gespeichert. Und ich habe dann wiederum für meinen Komfort ein Passwort, auch möglichst lang, das ich mir merken muss, um an alle anderen zu kommen. Ja. Ui. Um sich vor Hackerangriffen zu schützen, muss man wissen, welche Bedeutung ein sicheres Passwort besitzt. Ich fühle mich gerade danach, dass ich mir ein neues Handy kaufen muss. Was ist gerade aktuell? Welches Handy könnt ihr mir empfehlen? Jetzt wirklich. Ich bin aktuell iPhone-User und ich bin mega unzufrieden. Wenn ich was schreibe, der schreibt immer nicht das, was ich schreiben will. Ich schreibe ein Wort, der schreibt was völlig anderes. Ich hasse es einfach nur. Aber iPhone habe ich mir extra geholt, weil, jetzt kommt nämlich der springende Punkt, weil ich halt Social Media mal bedient habe. Ja, ich spreche in der Vergangenheitsform. Deswegen habe ich es mir geholt, damit die Übertragung vom dem, was ich aufnehme, sofort auf Instagram zum Beispiel hochgeladen wird, weißt du? Deswegen, was könnt ihr mir empfehlen? Nehmen wir einmal ein Standardpasswort wie zum Beispiel Otto12. Das Passwort besteht aus 6 Zeichen, Buchstaben und Zahlen und bietet einem Angreifer 62 hoch 6, also rund 57 Milliarden mögliche Kombinationen. Das meinte ich gerade. Ein Modell. Boah, 57 Milliarden mögliche Kombinationen? Bei 6, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Ein PC, der ca. 10 Millionen Passwörter in der Sekunde ausprobieren kann, braucht zum Knacken dieses Passwortes ungefähr 1,5 Stunden. Crazy. Wenn man allerdings sein Passwort nur um 2 Stellen erweitert, beträgt die Zahl der möglichen Kombinationen 2... Das meinte ich gerade. Das war mein Gedankengang, krass. 218 Trillionen. Ach du Scheiße. Sodass eine Codeknacker-Software für den gleichen Vorgang... 253 Tage benötigt. Okay, versierte Hacker haben neben Codeknacker-Software noch andere Möglichkeiten, Passwörter zu knacken. Allerdings nur, wenn das System eine Sicherheitslücke bietet. Okay, also Leute, merkt euch, das ist ein Mehrwert hier. Auf jeden Fall, wenn ihr Passwörter erstellt, immer mit Sonderzeichen, mit Ziffern und Buchstaben, dann braucht er wahrscheinlich 1000 Jahre, um das herauszufinden. Wenn man als Beispiel jetzt irgendeine Banking-Seite nimmt, dann hat man da das Login-Feld. Geil, Alter, krass. Zum Beispiel. Und eigentlich ist es dazu gedacht, man gibt seinen Login-Namen ein und sein Passwort und dann kann man sich einloggen. Jetzt, wenn man da irgendwelche komischen Sachen eingibt, ein Smiley oder irgendwelche komischen Sonderzeichen, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, stürzt die App plötzlich ab. Weil sie nicht dafür gedacht war, die Daten wurden weiterverarbeitet und irgendeine Komponente in dem System kann damit nichts anfangen und stürzt einfach ab. Das heißt, dann hat man in dem Fall ein Verhalten gefunden von dem Programm, das der Programmierer so nicht gedacht hatte. Das heißt, es war ein Fehler von ihm, auszugehen, dass die Daten immer perfekt oder richtig eingegeben werden. Mhm. Und in dem Moment hat der Angreifer eine Lücke gefunden. Und jetzt gilt es natürlich herauszufinden, kann ich diese Lücke ausnutzen. Und da gibt es dann verschiedene Angriffsmuster, wo man eben dann versucht, die Datenbank, die hinter diesem Login, dieser Login-Seite steht und die Login-Daten überprüft, zu überlisten und an diesem
einem Schutzmechanismus vorbeizukommen, indem man eben einen speziellen SQL-Angriff macht. SQL bedeutet übersetzt Structured Query Language und wird eben dazu verwendet, um auf Datenbanken zuzugreifen. Das heißt, man braucht eine Schnittstelle zwischen zum Beispiel einer Anwendung und der Datenhaltung. Und da hat man eben eine Sprache definiert, die dann sagt, okay, gib mir bitte alle Datensätze, die du hast, mit dem Namen Hans. Dann wird er sucht die Datenbank, was hat sie alles, mit dem Namen Hans und liefert es zurück. Und wenn man jetzt zum Beispiel das missbrauchen möchte und sagt, okay, hier hat der Nutzer Hans sein Passwort angegeben, passt es denn mit dem überein, was in der Datenbank steht? Und jetzt könnte man, wenn es nicht gefiltert wird, zum Beispiel hinten anhängen, schau bitte, ob der Hans das richtige Passwort eingegeben hat oder 1 ist gleich 1. 1 ist gleich 1 ist wahr, das heißt, auch wenn das Passwort nicht übereinstimmt, ist der zweite Teil dieser Abfrage immer richtig und immer wahr. Das heißt, die Datenbank liefert zurück, ja, passt, habe ich gefunden. Und dann sagt die Login-Seite, okay, du darfst dich jetzt einloggen, obwohl ich eigentlich ein falsches Passwort eingegeben habe. Und das ist ein ganz, ganz typischer Angriff, der Krass. Eben auf solche Logins und solche Webseiten gemacht wird. Das ist crazy. Mögliche Schutzmaßnahmen gegen Angriffe dieser Art sind einfach und ebenso wirksam. Als nächstes empfiehlt sich dann die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die nimmt jetzt im Moment stark zu. Das empfiehlt sich für die wichtigsten Accounts, auf denen, sag ich mal, das Hacking-Risiko am größten ist. Bei den meisten Leuten sollte das im Zweifelsfall der E-Mail-Account sein. Oder Banking-Accounts machen es ohnehin, da geht es nicht ohne zweite Faktoren. Da kennen wir ja auch unsere TAN-Apps oder sonstiges, was da zur Anwendung kommt. Und dann ist leider eines der großen Risiken, dem Menschen ausgesetzt sind, natürlich auch noch Datenverlust. Also, dass die Daten alle gelöscht werden oder dass die Daten alle verschlüsselt werden und ein Lösegeld verlangt wird. Und da helfen relativ einfache Schutzmaßnahmen, nämlich Backups, also Sicherheitskopien der Daten. Denn wenn die Daten einmal weg sind, hilft nichts, gar nichts. Wenn Daten weg sind, sind sie weg. Und nur ein Backup ist die einzige Sicherheitsmaßnahme, um eben die Daten, die uns lieb sind, wiederherzustellen. Und wenn das den Leuten zu kompliziert ist, da kann ich eigentlich nur sagen, einmal im Leben müssen wir alle unsere Passwörter ändern und wir können uns eben überlegen, ob wir das machen, bevor wir gehackt werden oder nachdem wir gehackt wurden. Boah, ich habe irgendwie das Bedürfnis, einmal komplett alle meine Passwörter komplett zu überarbeiten, mir ein neues Handy zu holen, alles nochmal von vorne, um alles einmal sauber zu haben für mein Gewissen gerade. Weil ich habe mein Handy, also meine Nummer und so schon sehr, sehr lange, meine Passwörter habe ich gefühlt schon viel zu lange. Und wenn ich mir jetzt sowas anhöre und jetzt mit dem QR-Code, den ich gescannt habe und die Nummer, die ich angerufen habe auf der Cicada-Doku, sehr dumm von mir gewesen. Und ich kriege komische Sachen auf meinem Handy und komische E-Mails auch noch. Ich muss das machen. Ich schwöre, ich muss das machen. Ich habe gerade richtig das Bedürfnis, das zu tun. Morgen sofort. Ich hole mir morgen, sobald ich aufwache, mein erster Gedanke ist ein neues Handy, weil ich fühle mich gerade so ein bisschen bedroht. Ja. Etwas komplexer ist das Vorgehen, wenn man ein geschütztes Firmennetzwerk hacken möchte. Wie gehen international operierende Hackergruppen vor, wenn sie einen Angriff planen? Hinter einer Cyberattacke steht in der Regel ein Team, Logistik, Technik und sehr viel Detektivarbeit. Internationale Hackergruppen operieren meist im Ausland. Ich muss eine neue Nummer holen, ne? Ja, ich mach alles neu. Ich mach bei mir einmal richtig sauber. Ja. Zum Beispiel Evil Corp in Russland, Winty in China und Lazarus oder Hidden Cobra in Nordkorea. Zuerst mal muss man einen Mythos widerlegen, dieses 5 Minuten Hacken, ich bin drin, gibt es eigentlich nahezu nie. Gibt es nur bei GTA RP, wenn du Banküberfall machen willst auf irgendeinem Much-Server. Sondern das bedeutet immer wochenlange, monatelange, manchmal sogar jahrelange Vorbereitung, wenn man sowas machen möchte. Vor allem, wenn man jetzt ein eher sicheres Netzwerk angreifen möchte. Denn man muss so viele Informationen sammeln wie möglich, um dann zum Beispiel Lücken in dem Netzwerk aufzudecken, an Wissen zu gelangen, das eigentlich nur intern verfügbar sein sollte. Wie ist das Netzwerk intern aufgebaut? Wie sieht es aus? Was gibt es für Schutzmaßnahmen? Das bedeutet, man muss, wenn man das wirklich gezielt machen will. Ich
finde es bei solchen Dokus sehr unangenehm, wie die, ich kenne das ja selber, das kennt ihr auch und viele kennen das, bei solchen Dokus ist es immer sehr unangenehm für den Typen, der da sitzt, wie der Kameramann die Kamera so richtig in deine Nase reinfährt. Wofür? Wir hören doch, was er sagt, wir sehen ihn doch. Warum muss man in seine Nase reinfilmen, der Arme, Alter? Ich möchte hingehen und sagen, man versucht die Netzwerke zu scannen, man versucht Leute zu befragen, ganz unauffällig, sich vielleicht mit in die Cafeteria setzen, ein bisschen mithören, da schauen, wo die Leute nach Hause fahren, eine S-Bahn, mal über die Schulter schauen, sieht man vielleicht an, wenn einer gerade am Handy oder am Laptop was macht, also möglichst viele Informationen sammeln. So, geh doch noch näher ran, geh doch in seine Nase rein, Alter. Oder auch zum Beispiel sich als Kunde ausgeben. Was oder soll das, Alter? Als Mitarbeiter bei Administratoren anrufen und sagen, hier, mein PC funktioniert nicht, könnt ihr mir helfen oder könnt ihr mein Passwort zurücksetzen? Und das ist ein, ich sage mal so, das wirklich häufigste Szenario, dass wir solche Wege, Social Engineering genannt, angreifen. Und dieses grüne Licht von hinten auf seinen Kopf, damit das so Matrix-mäßig kommt. Aber der ganze Raum ist so hell beleuchtet. Der hätte das grüne Licht nicht auf ihn machen sollen, sondern auf den Hintergrund. Und auf ihn vielleicht nochmal ein anderes Licht. Das wäre optimal gewesen. Ach komm, das ist wieder der Videograf in mir. Auf Netzwerk stattfinden. Die andere Seite ist eben technische Misskonfiguration zum Beispiel. Unwissenheit, wenn man ein Netzwerk eingerichtet hat. Und aber das triggert mich jetzt alles. Ich kann nicht mehr zuhören. Warte, ich muss kurz klarkommen. Ja, nicht viele Kameraleute oder nicht viele Videografen haben ein Auge für Ästhetik. Ja, das ist, gerade Videografen brauchen ein Auge für Ästhetik und das haben wirklich die wenigsten. Also ich habe mit sehr vielen gearbeitet in unserer Deutsch-Rap-Branche und ich sag euch ehrlich, von 100 haben höchstens 2 Leute ein ästhetisches Auge, das war's. Ich kann euch auch genau sagen, wer. Also für mich einer, der das ästhetischste Auge überhaupt hat, ist Shao Casado, auf jeden Fall. Habe ich schon sehr früh mit gearbeitet. Er hat ein sehr, sehr ästhetisches Auge, muss man einfach sagen. Er macht aus nichts, macht er etwas. Wer noch ein sehr, sehr ästhetisches Auge hat, ist wie heißt der nochmal? Ich wollte fast Ozan sagen. Da heißt du nicht Ozan, Alter. Was laber ich da? Orkan. Orkan, Bruder. Orkan hat ein sehr ästhetisches Auge, muss man echt sagen. Das haben nicht viele. Das haben echt nicht viele. Ne? Das ist wirklich ein Talent und von Gott gegeben. Einfach eine Kamera bedient, das Technische schön und gut. Aber wie du etwas einfängst im Bild, ist nochmal eine ganz andere Kiste, sage ich euch. Ne? Und diese zwei sind für mich wirklich mit denen, denen ich gearbeitet habe, das sind die, die das krasseste Auge haben, das ästhetischste Auge überhaupt. Ja, vergessen halt irgendwelche Sachen abzuschließen, Installationen, die dann Sicherheitslücken offen lassen. Und ich selber natürlich, ich habe es früh gelernt, ich muss mich selber loben, ja. Ich habe Ästhetik im Blut. Also man braucht natürlich das technische Know-how, dann um zum Beispiel so einen Angriff durchzuführen, aber um an die Informationen zu gelangen, muss man wirklich wie ein Detektiv jede Stelle absuchen und die ganzen Clues zusammenziehen, um dann ein großes Ganzes zu sehen und dann zu wissen, okay, an welcher Stelle kann ich angreifen, wo ist aktuell wahrscheinlich die größte Schwachstelle und wo habe ich den meisten Erfolg. Zum Beispiel sind auch mögliche Angriffe, dass man einfach USB-Sticks auf dem Firmengelände verteilt, die dann von Leuten gefunden werden und dann heißt es ja erstmal, schau mal nach, was ist denn da drauf, angesteckt, zack, Virus auf dem System. Auch wieder eine menschliche Komponente bis zu einem gewissen Grad und dann natürlich ein technischer Teil, der dann den Virus zum Beispiel geschrieben hat und auf die Server oder beziehungsweise die Computer dann deployed. Was einen eigenen Virus erstellen und einfach auf die Menschheit loslassen. Klingt, ich meine jetzt auf Internet bezogen, ne? Ein weiteres Beispiel, das deutlich macht, wie einfach man ein System hacken kann, ist der PC-Wahlhack von 2017. 3 Hacker des Chaos Computer Club Berlin verschafften sich Zugang zu einem System, das zur Übermittlung der Wahlstimmen an einen zentralen Server benutzt wird. Niemand bemerkte den Angriff. Zum Glück wollten die 3 Computerspezialisten nur die Angreifbarkeit des Systems unter Beweis stellen und machten den Cyberangriff noch vor der Wahl öffentlich. Bei den Schwachstellen in der Erfassung und Auswertung der Bundestagswahl, die Martin Tschirsich, Thorsten Schröder und ich gefunden haben, handelt es sich eigentlich immer um Kombinationen aus schlechter Programmierung, nachlässigem Betrieb von IT-Systemen und letztendlich Unkenntnis darüber, wie man so etwas sicher betreibt. Und was Martin Tschirsich eben dann herausgefunden hat, war, dass er einmal in das interne Netz von Hessen musste. Dafür brauchte er den Nutzernamen Test und das Passwort Test. Damit war er im internen Netzwerk von Hessen, im Wahlweb Hessen. Was? Und konnte dann
quasi schon eine Verbindung zu dem zentralen Server von Hessen herstellen. Oh Gott, Alter, wenn ich mir mal überlege, dass ältere Leute an solchen Systemen in solchen wichtigen Positionen sitzen und die müssen jetzt ein Passwort wählen. Die sind ja älter, die haben ja nicht so einen Bezug dazu. Weißt du, was ich, die nennen das Passwort auf einmal einfach Esstisch 12. Oder weißt du, was ich, so weißt du, so. Und dann kommt ein Hacker und rasiert das kurz ab. Oh und dann Gott, braucht Alter. Er noch das Passwort, um dort Dateien lesen und schreiben zu können. Und das war so etwas wie der Nutzername Wahlen und das Passwort Wahlen, FTP. Und diese beiden Informationen reichten jetzt aus, um dass die vorläufigen Wahlergebnisse von... Man muss die Leute auch profilen, ne? Wenn man das Passwort herauskriegen will, profilt man, glaube ich, die Leute. Geburtsdatum, was weiß ich, Autokennzeichen, wie heißt die Frau, wann ist sie geboren. Und wenn du diese ganzen Infos hast, kannst du, glaube ich, leichter ans Passwort kommen, ne? Weil die meisten wollen ja immer was nehmen, woran die sich erinnern. Das ist ja meistens immer Geburtsdatum in Kombination mit Namen der Frau oder so. Ist oft, sehr oft. Von Hessen für jedes einzelne Wahllokal frei. Also meine Passwörter, ich sag euch ehrlich, wenn ich jetzt so mal gehört habe jetzt, wie schwer das ist, etwas zu knacken, was so, keine Ahnung, 12 Buchstaben und Zahlen und so hat. Meins ist echt dann ganz schwierig zu knacken. Meins ist kein Name, sondern es ist ein Begriff, es ist ein Wort, was nicht mal deutsch ist. Es ist russisch. Mit Sonderzeichen und Zahlen. Da kommt niemals jemand drauf, ich sag euch ehrlich. Schreiben und lesen zu können. Das heißt also, hier war einfach eine so dermaßen so große und eklatante Mängel, dass wir jetzt nicht unbedingt von, also man brauchte keine besonderen Fähigkeiten, um Hessen zu hacken in diesem Bereich. Wir haben also die Software analysiert. Geil, Alter. Und dann auch die Webseite des Anbieters analysiert und wir haben in beiden Schwachstellen gefunden, die es uns ermöglicht hätten, quasi bösartige Updates für diese Software zu verschicken oder bereitzustellen. In der IT-Sicherheit gibt es relativ große Unterschiede zwischen einem einfachen Demonstrieren einer Schwachstelle und einem wirklichen Durchführen eines groß angelegten Hacks der Bundesrepublik Deutschland. Das, was wir da gemacht haben, haben wir als drei Hobbyisten in unserer Freizeit abends bei einem Schluck Mate und einem Stück Pizza gemacht. Und wir haben da ein paar Tage insgesamt dran gearbeitet. Können jetzt vielleicht ein paar Wochen gewesen sein. Es wäre jetzt noch sicherlich einige Zeit mehr gewesen, das auf so eine Skala zu bringen, dass wir damit eine Wahlmanipulation auf Bundesebene hätten durchführen können. Aber natürlich wäre es, hat diese Schwachstelle das Risiko gehabt, dass es jemand tut. Der Hersteller dieser Software hat äußerst unsouverän und auch wenig kompetent reagiert. Er hat mehrere... Was sagst du von DAZN, das Instagram, der Instagram-Account wurde gehackt. Das Passwort war DAZN24, niemals. Das klingt wie so ein Rabattcode. DAZN24, jetzt. Okay, ich habe schon mal Rabattcodes zufällig versucht einzugeben, hat manchmal sogar geklappt. Ich schwöre dir, wenn ich irgendwas bestellt habe, habe ich einfach auf gut Glück den Namen der Firma und dahinter einfach 20, wegen 20% oder 10. 10% hat voll oft geklappt. Versuche unternommen, die Schwachstellen in der Software zu beseitigen. Das ist jedes Mal mit sehr kreativen, aber wenig geeigneten Mitteln versucht worden, sodass wir eine Woche ungefähr ein Katz-und-Maus-Spiel gespielt haben, bis wir dann einfach als quasi als Spende das den Fix bereitgestellt haben und gesagt haben, so macht man das. Ne, das ist ein gelöstes Problem. Es ist hier nicht notwendig, das Rad noch einmal neu erfinden zu müssen. Es gibt das Rad und bitte verwenden Sie doch auch dieses Rad. Diese Software oder Ihr Nachfolger befindet sich weiterhin im Einsatz. Es wird sehr viel beschwichtigt von Seiten des Herstellers. So kommen eben auch solche sehr mangelhaften Produkte dann eben ungeschoren davon, weil es eben lange Vertragswerke gibt, weil es Kunden gibt, die die Qualität der Software nicht prüfen können, dürfen, wollen. Und so ist dieses Unternehmen weiterhin letztendlich ohne besondere Konsequenzen, insbesondere ohne wirtschaftliche Konsequenzen, weiterhin an der Abwicklung der Wahlen in vielen Ländern und auch auf Bundesebene in Deutschland beteiligt, ja. Es wäre also einige Wochen später
eine Manipulation aufgefallen. Das heißt, der Schaden, den ein Angreifer hätte anrichten können, wäre nicht unbedingt gewesen, dass eine falsche Partei tatsächlich an die Regierung kommt in der Bundesrepublik Deutschland. Der Schaden wäre vielmehr gewesen, dass wir in dem Fall so circa 2 bis 4 Wochen später hätten bekannt geben müssen, dass es einen Hackerangriff auf die Wahl gab, dass die komplette Wahl ungültig ist. Und damit wäre natürlich der Vertrauensschaden für die Demokratie enorm gewesen. Okay. Der Wahlhack von 2017 zeigt, wie angreifbar das System ist. Professor Hans-Joachim Hof, in der IT-Security-Forschung an der TU Ingolstadt tätig, bringt die... Okay. Oh oh, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Niemals. Niemals. Ich Idiot. Nein. Doch, boah, ich dachte schon, Alter. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, wo ich mein, ich sollte meine E-Mail bestätigen auf Zalando. Meine Frau hat irgendwas bestellt, also die bestellt immer irgendwas so im Internet, so Zalando und so. Und da stand gerade, bestätigen Sie Ihren Account. Und ich dachte, das ist von meiner Frau. Ich bestätige, dann schreibe ich ihr gerade, ich habe bestätigt, sagt die, nee. Ich so, ich habe nichts gemacht. Aber, wenn ich hier zum Beispiel auf Konto klicke, dann öffnet sich aber mein Konto. Hier, von Zalando, Launch by Zalando. Jetzt drücke ich auf die App, hier ganz normale Zalando-App. Hä? Was passiert hier, Alter? Zalando? App, was? Zalando-Passwort ändern? Die wissen was? Leute, macht mir doch jetzt nicht Angst. Ist doch nix, oder? Aber seit wann schickt Zalando um 23 Uhr abends E-Mails, Leute? Mail-Absender ist Zalando. Warte, ich gebe mal Zalando ein. Launch by Zalando. Was denn jetzt? Ah, warte, warte. Ja, meine Frau bestätigt gerade. Alles klar. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nee, nee. Ich war gerade bei Zalando. Ich habe eine E-Mail bekommen. Wahrscheinlich hat sie sich eingeloggt und ich habe dann die E-Mail bekommen, dass sich jemand eingeloggt hat und ich soll das bestätigen. Alles gut. Hallo Kianosch. E-Mail-Adresse bestätigen. Dein Newsletter-Einstellung kannst du ändern. Fast geschafft. Bestätige deine Anmeldung. Oh, Alter. Ja, das war jetzt mal wirklich... Also ich sag euch ehrlich, ich hatte kurz Panik. Ganz kurz. Ich sag, das hast du extra gemacht, weil ich gerade Hacker-Doku schaue. Oder? Sie sagt, ich wusste von nix. Ja, ja. Ja. Ja, hab kurz Panik bekommen. Okay, alles gut. Ey, ich muss auf jeden Fall ändern. Ich meine, ich fühle mich so unsicher wie noch nie. Ich habe mich noch nie so unsicher gefühlt. Ich will alles ändern. Den Sachverhalt. Ich mach mir sogar einen neuen Haarschnitt. Halt mit seiner These auf den Punkt. Scheiße, Mann. Ich rechne täglich mit einem digitalen Tschernobyl. Wie könnte... Ja, ich bin so einer. Ich drücke auf alles drauf. Ich schwöre dir, wenn da steht Cookies akzeptieren, akzeptieren. Wenn da steht dies, ich drücke einfach drauf. Hauptsache, ich sehe die Seite. So einer bin ich. Für dieses digitale Tschernobyl aussehen. Weil ich habe ja nichts zu verbergen. Kennst du so? In dem Bestseller Blackout wird dieses Szenario sehr realistisch durchgespielt. Ein europaweiter Stromausfall, der durch Hacker verursacht wurde, legt das öffentliche Leben lahm. Alle wichtigen Infrastrukturen wie Internet... Boah, jetzt weiß ich, was ich gucken will. Ich will die krassesten Hacking-Angriffe sehen. Gibt's auf YouTube bestimmt, ne? Die krassesten Hacker-Angriffe. Öffentliche Verkehrsmittel, elektronischer Zahlungsverkehr und Verkehrsampeln fallen komplett aus und lassen Europa in Chaos und Anarchie versinken. Was kannst du? Ich kann dir von Universität Bonn eine Seite geben, wo du checken kannst, ob deine E-Mail-Daten irgendwo geleakt worden sind. Ehrlich, wie denn? Gib mal her. Einfach frei. Zeig mal. Schick mir die mal auf Discord oder so. Oder hier rein oder an irgendeine Mod. Schick die mal an irgendeine Mod. Das will ich mal wissen. Ist so ein Hackerangriff auf die Stromversorgung generell denkbar? Wisst ihr, wen ich angreifen will? Das kann ich hier nicht sagen, oder? Doch, klar, Mann. Scheiß mal drauf. Würde ich hacken können? Angenommen. Fantasie natürlich, ne? Könnte ich hacken, dann würde ich auf jeden Fall erstmal... Spotify hacken. Ich würde Spotify hacken, ich würde auf jeden Fall den deutschen Musikmarkt einmal auf den Kopf stellen und wieder Fairness herstellen. Ich würde auf jeden Fall diese ganzen Faker entlarven und. Ich würde einfach, aus Prinzip einfach, ja, würde ich da einmal angreifen und dann würde ich überlegen, wie es weitergeht. Also ich sage mal, theoretisch ja. Ey, wenn ihr was habt zum Thema Hacken, schickt das bitte an Queenie, an unser Schwesterherzchen Queenie. Das war bis vor ein paar Jahren auch noch viel wahrscheinlicher, weil eben diese ganzen Geräte vernetzt waren, aber noch nicht Vladi wirklich viel zu. Sicherheit diese Geräte geschützt hat. Also keine Firewalls davor gestellt waren zum Beispiel. Von einer meiner russischen Hackerbrüder. Spasiba, Bratan. Zajibis. Yo, LM Dream 7. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. LM Prime, mein Bester. Oh, jetzt kommen meine russischen Hackerfreunde, schreiben mir alle auf WhatsApp, was geht bei euch, Blied? Yeah.
Ihr seid die Besten. Ich habe eine Hotmail-Adresse. Ich habe die gefühlt seit einer Ewigkeit. Jetzt habe ich die schlafenden Bären geweckt. Jetzt habe ich euch geweckt, ne? Kianisch ist im Hacking-Modus. Warte. Hä? Ich habe jetzt die E-Mail eingegeben und dann? Found no passes, steht da. Check if your email address is in a data breach. Gebe ich ein. Hier steht oh no. Ne. Ist also alles gut oder was? Jetzt gebe ich mal eine andere E-Mail-Adresse ein. Er sagt, unten sind die Ergebnisse. Okay, warte mal. Ich bin echt gespannt, weil meine E-Mail-Adresse lebt schon so lange. Und ich habe auf so viel Müll schon geklickt. So. Was ist das denn? Hä, ich verstehe die nicht. Unreal Engine. Unreal Engine? In August 2016, the Unreal Engine Forum suffered a data breach. Unreal Engine. Leute, breaches you were PVNED in. Unreal Engine hat bei mir angeschlagen. Kann das sein? Attacked by the attack result in the exposure of 530.000 accounts, inklusive Username, E-Mail Address and solded of Passwort. Die haben meine E-Mail-Adresse, mein Passwort und mein Username, aber nicht immer als Klarnamen steht, was genau veröffentlicht wurde. Was? Freunde, das ist ja gruselig. Okay, warte mal. Okay, mal gucken, ob ich hier gehackt worden bin. Ich gebe das hier gerade ein. Info@hackcloud.com. Good news, no page found. Okay, gut. Und dann noch GMX. Ne, tatsächlich alle meine E-Mails, nur einer. Die älteste E-Mail. Okay, crazy. Crazy. Eine Netzsegmentierung stattgefunden hat, also diese Geräte offen zugänglich waren. Und heute ist man sich dem Ganzen schon mehr bewusst und das heißt man... Die Seite, ne? Ihr wollt ja die Seite haben. Die heißt... Ich habe mies recherchiert. Boah, wie soll ich das buchstabieren? Vielleicht kann einer der Mods das kurz hier reinschreiben. Ey, vielen lieben Dank an YoWeed. YoWeed, vielen lieben Dank. Genau, das ist die Seite. Joel hat es gerade reingeschrieben. Da könnt ihr alle drauf gehen. Leute, ihr wisst, unsere Streams haben immer einen positiven Aspekt. Wir helfen uns gegenseitig. Ihr helft mir, ich helfe euch. Wir helfen uns gegenseitig. Checkt es ab. Okay, das ist wild. Weiter geht's. Man hat auch viel mehr Schutzmaßnahmen ergriffen, um eben genau solche Knotenpunkte, solche kritischen Systeme zu schützen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn da jetzt in diesem Schutz oder in dieser Software eine Lücke gefunden wird und wie jetzt bei Eternal Blue, die da nicht verraten wird. Ich muss nebenbei mein Hotmail-Passwort kurz ändern. Zum Beispiel von irgendwelchen Geheimdiensten aus irgendwelchen Ländern. Könnte es denkbar sein, dass sie zum Beispiel zumindest einen dieser zentralen Versorgungselemente ausschalten könnten? Scheiße. Also so ein abgeschwächtes Chernobyl, in Anführungszeichen, möglich oder denkbar wäre. Aber dass zum Beispiel alles mögliche ausfällt, also Wasserversorgung, Stromversorgung, Telekommunikationsmedien, alles, ist es nahezu ausgeschlossen. Also müssten an so vielen Stellen Systeme von Sicherheitsmechanismen versagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Die Netzwerke dieser Welt sind sicher, aber manchmal schafft es trotzdem jemand, alle Sicherheitshürden zu überwinden. Bei Milli. Ey, Ambulance, mein Bester, vielen lieben Dank und danke für die Seite, danke für das Abo, danke fürs Mithören hier. Sehr interessant, ne? Millionen von Hackern. Wir tauchen jetzt tiefer ab in diese Materie. Griffen muss der Hacker nur ein einziges Mal gewinnen. Deshalb bleibt immer ein minimales Restrisiko. Warum dieses Restrisiko niemals eliminiert werden kann, hat drei Gründe. Wenn wir uns die Phänomene da draußen anschauen und jetzt auf tatsächliche, erfolgreiche Hacking-Angriffe blicken, dann ist die größte Schwachstelle immer noch mit großem Abstand der Mensch. Ein Mensch öffnet den falschen Anhang, klickt irgendwie die Warnmeldung falsch weg, achtet auf irgendetwas nicht, macht Fehler wie Passwörter mehrfach zu verwenden oder ähnliches. An zweiter Stelle kommt dann der Verstoß gegen... Aber ey, bei mir ist Dings, ne? Wenn sich jemand mit meinem Passwort einloggt, kriege ich eine SMS, die muss erst bestätigt werden. Sonst geht das gar nicht, sehe ich hier gerade. Geben Sie die letzten Zahlen... Oder warte mal, ne, das wird was anderes, warte mal. Genau, jetzt kriege ich einen Code per SMS. Hier. So. Jetzt kann ich mein Kennwort zurücksetzen. Jetzt setze ich mein Kennwort zurück. Ja, ja, bei mir, wenn du dich einloggst, da kriege ich eine SMS. Da kannst du nicht einfach rein. So, jetzt will er mir ein Passwort andrehen. Ich will selber eins. Mein heftiges mit über 15 Zeichen. eigenes Passwort wählen. So, jetzt, guck, ich fange jetzt schon mal an. Mein erstes Passwort wird jetzt geändert. Und zwar. So, noch mehr Sonderzeichen. So,
So. Es hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Zeichen. 18, 19 sogar. Im iCloud-Schlüsselbund. Was ist das denn? Okay, mein Kennwort wurde geändert. So, Arschlecken. Grundsätzliches Wissen, grundsätzliche Prinzipien der IT-Sicherheit. Das ist ein Feld, in dem wird geforscht, in dem werden Prinzipien postuliert, in dem gibt es Best Practices und die gibt es nicht ohne Grund. Wenn also Administratorinnen oder Programmiererinnen gegen diese Prinzipien verstoßen, dann entstehen Schwachstellen. Der dritte Faktor ist Komplexität. Die Systeme, die wir bauen, werden zu komplex. So etwas wie der Linux-Kernel, Microsoft. Oh, Exclusive 007 abonniert 6 Monate im Voraus. Mein hackender Bruder, vielen lieben Dank. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und stark, Bruder, schon 2 Monate am Start und jetzt 6 im Voraus. Vielen lieben Dank dafür, mein Bester. Danke, danke, danke. Ganz, ganz großes Dankeschön. Microsoft Windows 10, Microsoft Office. Oder auch der Firefox-Browser sind enorm komplexe Softwaregebilde, die historisch gewachsen sind, wo große Teams an Entwicklerinnen und Entwicklern dran geschrieben haben und wo es wahrscheinlich auf diesem ganzen Planeten kaum Menschen gibt, die all das überhaupt gelesen haben, geschweige denn all das verstanden haben und in diesem kompletten Komplexitätsgebilde noch alle Enden in der Hand halten können. Und genau deshalb haben wir in all diesen Softwareprodukten Unmengen an Fehlern, die immer wieder neu dazukommen, immer wieder beseitigt werden und so funktioniert Software. Danke, Nico. Und so passiert es nicht, dass wir Software haben, die fertig ist und die zu Ende getestet ist und wo alle Eventualitäten abgedeckt sind. Dafür sind diese Softwaregebilde zu komplex. Tor. Zum Schluss kommen wir noch einmal auf das Statement unseres Black Hat Hackers zurück, der behauptet, dass jedes Netzwerk infiltriert werden kann. Ach du heiliger Strohsack. Pow! Exclusive knallt hier eine 10er-Bombe rein. Vielen lieben Dank dafür, mein Messer. Vielen lieben Dank. Der kam unerwartet. Und Twitch legt sogar 2 Geschenkabos noch oben drauf. Mies recherchiert. Sehr spendabel von Twitch. Wird doch mal langsam Zeit, ne? Twitchy, witchy, critchy. Thank you very much. Kuss, kuss, kuss. Cat Hackers zurück, der behauptet, dass jedes Netzwerk infiltriert werden kann. Ist diese Behauptung realistisch oder nicht? Theoretisch schon, oder? Also theoretisch könntest du schon irgendwie. Unsere Experten sagen, jedes Netzwerk ist hackbar. Ja, klar. Weil die Möglichkeit besteht ja. Die Frage ist nur, wie lange das dauert und wie komplex das ist. Aber theoretisch ist es ja möglich, klar. André, danke schön, mein Bester. Danke. Ein Netzwerk ist nie wirklich sicher. Also nie zu 100%. Man kann wahnsinnig viele Schutzmaßnahmen auf sein System anwenden. Man kann versuchen, seine Mitarbeiter zu schulen. Man kann wirklich einen riesigen Aufwand betreiben. Aber wenn es eine Organisation in Anführungszeichen mit unendlich Geld, unendlich Zeit und unendlich Ressourcen einen übermächtigen Angreifer hat, wird er vermutlich auch irgendwann ins Netzwerk kommen. Das ist dann eben nur eine Frage der Zeit, weil es gibt immer irgendeine Lücke. Wenn es der Mensch ist, wenn es eben ein Bug in der Software ist, die doch breit verwendet wird, es wird immer ein Weg findbar sein. Deswegen kann man auch sagen, es ist theoretisch jedes Netzwerk hackbar. Mhm. Aber man muss immer der gegenüberstellen, was für einen Aufwand man dafür betreiben muss. Also die Aussage, jedes System ist hackbar, hat ungefähr den Informationsgehalt von... Ach du Scheiße, Nico abonniert Stufe 3, Nico V97, mein Bruder. Vielen lieben Dank dafür. Absolute Ehrenbasis. Dankeschön, mein Bester. Wir werden alle sterben. Ja, stimmt. Die Frage ist, wann und wie. Ja, und wir können selbstverständlich sehr viele lebensverlängernde Maßnahmen einleiten, um das Eintreten zu verhindern. Am Ende funktioniert IT-Sicherheit dann darüber, den Aufwand einfach hochzutreiben. Ja, also IT-Sicherheit ist der Versuch, den Aufwand für das... Combiline, vielen lieben Dank, thank you very much. 28 Monate schon am Stissel, Alter. Dankeschön, mein Bester. Hacken eines Systems so hoch zu steigern, dass es nicht mehr lukrativ ist im Vergleich zu dem Gewinn,
der durch einen solchen Hack zu erzielen wäre. Wir müssen also mit der Erkenntnis leben, dass kein Netzwerk, kein Unternehmen und keine staatliche Institution hundertprozentig sicher ist. Und, wie wir bereits gehört haben, gibt es in allen Computersystemen einen kleinen Unsicherheitsfaktor, den wir niemals eliminieren können. Der Mensch. Der Mensch. Crazy, oder? Crazy. Ja, also interessant auf jeden Fall. Also das Hacken-Dings-Bumser ist schon echt eine Nummer für sich. Da, boah, wie viele Videos es dazu gibt. Alter, da waren wir auch noch nicht, ne, in dem Sektor. In dem Sektor waren wir noch nicht. Müssen wir mal auf jeden Fall reingehen. Da gibt es ja echt crazy Sachen zu.